Egal, ich pack mal die Fabrik an. Wir haben noch ein bisschen Zeit heute, von daher. Okay, willkommen in der alten Fabrik. Wir wissen, dass hier irgendwo Chimären rumgammeln. Und wir wissen, dass ich wenig Munition auf dem 2er Stand habe. Weil ich Chimären Rapper. Ich wette, der ist uns auch nicht sonderlich gut zugeneigt. Doch. Wir arbeiten hart für den Herrn. Okay, der ist nicht nett. Oh. Tja! Ich wundere, der ist so lange im Rücken. Also, ganz ehrlich, das Schwert gefällt mir. Das Schwert gefällt mir richtig. Alte Geldbündel. Oh. Hat hier garantiert nicht geregnet in der ganzen Zeit, ja. Sehe ich zu 100% und unumwunden ein. Was? Arbeitsberichte, Förderungslisten. Was war das? Ich sollte mich beeilen, etwas zu finden. Das sieht aus wie ein alter Frachtaufzug. Die Outlaws sind faul und träge. Aber das Menschenmaterial der Wüste ist seit jeher dürftig. Kalan mit dir. Doch bevor du das Wort an mich richtest, will ich von dir wissen, wie du zu den Outlaws stehst. Ich bin Kleriker, mein Freund. Das willst du wissen. Ich bin Kleriker, wie du. Es gibt keinen Grund, misstrauisch zu sein. Gut. Du hast eine weite Reise auf dich genommen, Kamerad. Ruh dich aus oder erhole dich im Gebet. Ich bin ein bisschen neugierig gerade. Was ist dein Auftrag hier? Wurdest du nicht aus dem Hort zu mir entsandt? Nein. Nicht? Nun, Kalans Wege sind unergründlich. In der Tat sind sie. Dann will ich es dir erzählen. Auf diesem entlegenen Flecken gibt es jede Menge Rohstoffe, die wir für unsere Schmelzöfen brauchen. Ah. Material, das zur Herstellung unserer Kampfmaschinen unerlässlich ist. Warum ausgerechnet hier? Ignadon ist weit weg. Hier können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen, weil der Vorrat an Altmetall groß ist. Und zum anderen, was wir uns aneignen, fällt nicht in die Hände der Outlaws. Das schmälert die Macht ihres sogenannten Dukes und könnte dazu führen, dass sich seine Männer gegen ihn stellen. Der Duke wird sich dein Verhalten nicht lange bieten lassen. Ich habe ihn auch nicht nach seiner Meinung gefragt. Fairer Punkt. Außerdem wirst du mir helfen, herauszufinden, ob seine Männer
Wind von unserer Unternehmung bekommen haben. Warum sollte ich das tun? Weil ich es von dir erwarte. Wir Kleriker helfen einander. Ein heiliger Eid bindet uns an unsere Mission, diesen Planeten seiner Reinigung zu unterziehen. Und du sollst schließlich nichts weiter tun, als dich in ihrem Fort umzuhören. Irgendeiner dort wird die Information haben, die ich benötige. Du wirst auch gerecht entlohnt werden. Kalans Soldaten zeigen sich immer großzügig. Ich kann einfach nachfragen. Du musst es doch eigentlich wissen. Wer im Fort könnte sich für die Ruinen interessieren? Eigentlich kommt da nur eine Person in Frage. Sie nennen ihn den Müllbaron. Ein skrupelloser Kerl, der die Schrottsammler in alle Winkel dieser Welt treibt. Sein richtiger Name ist Bob, obwohl er von den meisten nur Mad Bob gerufen wird. Du musst ihn aufsuchen. Am besten brichst du sofort auf und nimm das hier als kleinen Vorgeschmack für deinen Dienst. Wir dienen Kalan. Ich glaube noch immer, wenn eine scheiß Akolytenausrüstung ist, sag ich nicht. Alles Metall muss nach Ignadon. Alter, die haben hier eine richtig kleine Anlage gebaut. Krass. Memo an mich selbst, wenn wir Barbar spielen, überfallen wir das Lager hier. Aber sowas von. Aber hundertprozentig. Das Lager holen wir uns. Herauszufinden, wer Bob oder kurz Mad Bob ist. Aber also ich habe ja gerade gefragt, wo die Vorspielfunktion ist, aber ganz ehrlich, der Sprecher ist großartig. Das will ich nochmal sagen. So krass von sich selbst überzeugt zu klingen und dann dabei so langsam zu sprechen. Das ist beachtlich. Gut gemacht. Wirklich gut gemacht. Wir porten uns aber mal direkt in den Bunker des Dukes und Kleriker. Hier kann man nur wohnen, wenn man etwas kompensieren will. Ja, das... Hey, ganz ehrlich. Der Outlaw-Durchlauf wird so schlimm werden. Für eine Müllhalde. Die Leute scheint es nicht zu stören. Mich stört es aber. Alles hier ist entwürdigend. Oh, ich ganz ehrlich. Der Autor wird, wie man vielleicht schon bei Nasty gemerkt und auch bei den anderen Outlaw-Männern und Frauen, das wird so eine scheiß sexistische Masche werden. Oh.
Ich meine, das sind halt die Outlaws, wie sie hier dargestellt werden. Ich kann auch verstehen, dass es irgendwie in der Zeit nach der Apokalypse ein paar Menschen interessiert und anspricht. Weil Menschen nun mal leider dumm sind. Aber uff. Oh, dieser Grafikfehler, wenn ich da irgendwas nicht richtig sehe, ne? Oh, das macht mich fertig. Dieser Geruch hier ist abstoßend. Wie kann man nur im Dreck leben? Frag doch jemanden. Ich würde lieber bald aufbrechen, bevor das Ungeziefer in unserer Kleidung nistet. Hey. Weißt du, wer ich bin? Nein, natürlich weißt du nicht, wer ich bin. Also frage ich mich, wo ist das beschissene Schild, auf dem steht, hey, quatsch mal diesen Typen an? Da hinten. Ah, ein Komiker. Die habe ich immer gern zu Gast. Wo war noch mal der letzte Vogel, der sich einen Spaß auf meine Kosten erlaubt hat? Ach ja, ich habe ihn in ein Fleischkorsett gesteckt und in der Arena vor unseren Hunden tanzen lassen. Wir haben uns köstlich amüsiert. Das Geschrei und Gezappel. Schade, dass du es verpasst hast. Trotz alledem bleibt die Frage offen, was du hier im Fort willst. Zumal du dich unseren jämmerlichen Gegnern angeschlossen hast. Oder hast du genug von ihren sogenannten Idealen? Und kostest jetzt den Duft der Freiheit mit einem Hauch von Anarchie? Was tust du hier? Weißt du, Bomben bauen ist eine große Kunst. Und wie jeder Künstler brauchst du das richtige Werkzeug. Der Maler braucht einen Pinsel, der Steinmetz einen Meißel. Wir aber brauchen das Metall. Also kratzen meine Jungs alles zusammen, was sie auftreiben können. Unseren Bombenbastlern soll ja nicht das Futter ausgehen. Darum sorge ich dafür, dass es pünktlich zur Stelle ist. Bring mir etwas bei. Wird gemacht. Okay. Oh, für 40 Intelligenz Abenteurer, das wäre auch nicht schlecht, tatsächlich. Ausdauer, extra Headpoints, kann geben extra Headpoints. Ich weiß, dass wir eigentlich erstmal auf was anderes gehen sollten, aber... Woher bekommt ihr das Metall? Die Ruinen der alten Welt sind unsere Fundgrube. Ich entsende meine Ratten dorthin und lasse sie mit ein paar Granaten jonglieren. Sehr effektiv, wenn man ein paar Viecher aufschrecken will, um an den rostigen Schatz zu kommen. Ratten? Meinst du deine Männer? Ratten, Männer. Was macht das schon für einen Unterschied? Du lässt also die anderen die Drecksarbeit für dich erledigen. Drecksarbeit? Aber nicht doch. Ich gebe ihnen einen Grund zum Leben. Ein Beispiel. Wenn ich einen dieser Kerle für nur ein Jahr einsperren würde, würde diese Made darum betteln, mir den Dreck von den Stiefeln zu lecken. Und genau so verhält es sich mit jemandem, der nicht weiß, wohin mit seiner Zeit. Für Außenstehende mag ich also Müll sein, und dennoch brauchen sie mich. Im Grunde genommen bin ich der Heiland dieses Scheißhauses, das sich Ödland nennt. Wenn du also nicht ziellos wie eine räudige Töle in den Gassen betteln willst, hör mir gut zu. Ich biete dir an, unsere neu gewonnene Freundschaft zu festigen. Dafür musst du mir lediglich ein paar Gefallen erweisen. Wegen der Gefallen. Womit soll ich beginnen? Für den Anfang eine unbedeutende Kleinigkeit. Meine Leute graben die Ruinen auf der Insel im Süden nach allem möglichen Zeug um. Unter anderem auch jede Menge Altmetall. Aber irgendetwas scheint sie am Abtransport zu hindern. Wenn sie aber nicht liefern, weiß ich nicht, wofür ich sie bezahle. Geh also der Sache nach und sorge dafür, dass meine Rechnung aufgeht.
Alles klar. Sie wissen also davon.